Was geht ab, meine Z-Fighter, Oser hier. Und im Format Old But Gold machen wir ältere Dokkan-Events bzw. Events, die es auf meinem Kanal noch nicht gibt. Und dazu gehört zum Beispiel das Event von Physisch Goku Black. Wir werden demnach das Event, das Dokkan-Event von Physisch Goku Black machen. Und allem außen vorweg, würde ich mal sagen, fangen wir einfach an, weil mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und zwar gucken wir uns erstmal die Informationen zu Goku Black an. Und dann werde ich das versuchen so zu machen, wie ich das so damals gemacht habe, sage ich mal, mit den damaligen Charakteren mehr oder weniger. Also seid mir nicht übel, wenn es wirklich nicht die Charaktere sind, die damals da waren. Ich sag mal so, die älteren Units werden wir benutzen. Aber, außen vorweg ganz wichtig, auf der Stage vom Goku Black vom Dokkan Event auf Stage 1 droppt nämlich ein anderer, ein weiterer Goku Black. Das ist ein Free-to-Play Goku Black, Tech Goku Black. Ihn benutzt man eigentlich nur, um die SA von dem Physisch Goku Black zu erhöhen. Heißt, dieser Goku Black, der hier droppt, gibt auf SSR 50% auf die SA vom Physisch Goku Black. Und wenn ihr Physisch Goku Black habt, dann nutzt auf jeden Fall, beziehungsweise geht hin, farmt die SA. Sie droppt natürlich nicht immer, der Charakter droppt nicht immer, aber da man sie frei farmen kann, free farmen kann, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Die Stage gibt auf sie hart auf super, und zwar ist bei dem Physisch Goku Black auch so, was war wirklich interessant, denn er war damals nicht zu unterschätzen, sage ich mal, denn er hatte erhöhten Angriff und Verteidigungsboost, Stats hatte der, also er war gut tanky, hat gut Schaden gemacht, und im Gegenzug dazu gab es halt nichts, wirklich nichts, und gibt es immer noch nicht, was das Ganze senkt, was ein Debuff auf ihn hat, beziehungsweise spezielle Linkskills, spezielle Charaktere, die vermehrt Schaden gegen ihn machen und seinen Angriff- und Verteidigungsboost annullieren, gibt es einfach bis dato nicht. Deswegen ist das Event auf jeden Fall gar nicht mal so leicht, in der jetzigen Zeit auf jeden Fall schon. Ihr könnt auch mit jedem eurer 120% Teams rein, mit euren Kategorie Teams, da werdet ihr auf jeden Fall gut mit wegkommen, aber damals war das schon herausfordernd. Anyways, genau. Was gibt es zu Goku Black zu sagen? 70 Medaille braucht ihr, um ihn zu awaken. Und wenn ihr seine SA auf SA 10 bekommt, macht er nicht mehr Black Kamehameha, sondern Black Powerball. Und die macht er dann immer ab SA 10. Und also sobald seine SA auf SA 10 ist, also Max ist. Und diese macht ihr eben vermehrt Schaden. Also die ist stärker als die Black Kamehameha. Wird nochmal zusätzlich verstärkt, seine Ulti, da ihr ihn auf, quasi da ihr seine Ulti transformiert habt und Power-Up gegeben habt. Genau, so, wie werden wir das Ganze machen? Was für ein Team nehmen wir? Und zwar werden wir uns natürlich die Friendlist zu eigen machen. Ich scrolle mal ein paar Mal runter und hoffe, dass ich hier auch einen LR Broly zum Beispiel finde. Ich weiß jetzt, hier ist ein LR Broly, nice. Wir nehmen LR Broly und wir nehmen auch ein Strength-Team. Warum ein Strength-Team? Weil wir werden vermehrt über den, gegen den Physisch Goku Black kämpfen. Heißt, wir haben Typenvorteil mit Strength-Charakteren. Deswegen nehmen wir das Strength-Charaktere. Und zwar war das damals beispielsweise so. LR Broly habe ich als Friend genommen. Ich selbst hatte keinen LR Broly, ich hatte aber Omega Shenlong. Okay, Omega Shenlong war der ältere Leader, er gibt Strength-Charakter in Ki plus 3 auf jeden Attribut 70%. Heißt, ich habe Omega Shenlong als mein Leader genommen und mein Team dann werden wir jetzt mit Strength-Charakteren füllen, weil wir eben Typenvorteil haben über mehrere Runden. So, ich werde jetzt dennoch aufpassen, dass ich ältere Units nehme, mehr oder weniger. Ah, einen nehmen wir dennoch als Bonus. Extreme Z-Awaked Broly. Extreme Z-Awaked Broly ist auch bei mir auf SA 15 voll Extreme Z-Awaked. Keine Dupes, nichts. Bin auch gespannt, wie der sich macht auf jeden Fall. Cell nehmen wir rein, ein bisschen underrated ist der. Dann würde ich eigentlich gerne Super Gator mit reinnehmen, aber ich glaube nicht, dass er sich gut linkt mit dem Rest des Teams. Wir nehmen ihn einfach mit rein. Wir nehmen so die älteren Units mit rein. Welchen älteren Unit könnten wir noch mitnehmen? Ein Unit, der auf jeden Fall gute Linkskills vielleicht overall gibt, wäre Godku. Hat Schatten Speed dabei, Over the Flash. Prepared for Battle. Ich denke, den Dude werden wir mitnehmen und dann mit Super Greater in der Rotation halten. Und dann nehmen wir mal klassischerweise einen älteren Supporter mit Fragezeichen. Oh, nope, nicht den Vegeta, sondern Trunksere. Ne, der gibt nur Attack und Death Boost. Was war das genau? Welchen Weg nehmen wir mit? Und zwar, wisst ihr was, wir nehmen einfach mal einen Orb Changer mit. Der changed doch Agility in Rainbow. Und was macht der Dude? Ne, der changed ihn nicht. Okay, wisst ihr was, wir nehmen einfach mal C17 mit. Wir machen das einfach mal so. Wir machen es einfach mal so. Random, ja. Was heißt random? Also damals war das halt echt so. Wir hatten natürlich nicht alle Charaktere, beziehungsweise ich auch nicht. Und dann habe ich einfach die Teams genommen, die oder die Charaktere, die mir zur Verfügung standen. Sagen wir mal, das ist dieses Team. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Ich habe jetzt darauf ein bisschen geachtet, dass ich ältere Units mitnehmen, damit das ein bisschen quasi auf die damalige Zeit anpassen. Aber ich habe hier quasi einfach Charaktere, ich will mal vorsichtig sagen, zusammengewürfelt. Das Team funktioniert trotzdem, denn, beziehungsweise, so baut man Teams. Ganz klar, das ist das 1x1. Ihr schaut euren eigenen Leader an. Mein Leader, Omega Shenlong, gibt den Strength-Charakteren Ki plus 3 auf 470%. Also nehme ich natürlich in mein Team nur Strength-Charaktere. Und da habe ich geschaut, okay, welche sind quasi
Ich habe jetzt nicht geschaut, welche sind meine besten Strength-Charaktere. Ja. Dann würde das ganz anders aussehen. Aber ich habe eben im Prinzip schaut ihr nach, welche Charaktere sind quasi bei euch am besten vom Strength-Typus wegen diesem Leader-Skill. Nimmt sie in euer Team. Ich habe jetzt quasi die älteren ein bisschen Units genommen, dass es das hier ein bisschen ausgeglichen wird. Beziehungsweise, dass wir das auf die damalige Zeit, Old But Gold, ne, reflektieren können. Aber das Ganze wird auf jeden Fall auch probieren, wie wir hier jetzt sehen werden. So, und zwar gehen wir den ganzen mal so. Boom, Gott, Kuku. Ja, erster Kampf ist gegen Tech-Type und dann kommen die ganzen physischen Charaktere. Das passt aber an der Stelle. Und ja, als Friend, den Friend könnt ihr immer benutzen. Als Friend habe ich mir auch immer dann quasi einen besseren genommen, den ich habe, sofern es einen besseren gab. In dem Fall war es L.L. Broly. L.L. Broly gibt einen Strength-Charakter in Ki plus 3 auf 490%, also 20% mehr als Omega Shenlong. Und so hat man das Ganze dann gespielt quasi. Genau. So, Cell. Cell ist nice, Cell ist nice. Leider ist er ein bisschen wirklich underrated. Ihr dürft jetzt nicht vergleichen sein Schaden, weil wir sind hier in einem geringeren Boost. Normalerweise würde man ein Janemba-Team spielen. Aber Cell. Cell bekommt einfach 100% auf seinen Angriff immer fix. Das wir lassen mal unseren Extreme Z Awaken Broly da. Haben vielleicht einen direkt. Ne, der wird es nicht überleben. Cell bekommt 100% Angriff. Jetzt Out of Turn hat er immer. Zudem hat er drei Ultis, beziehungsweise zwei. Eine startet er bei 10 Ki, eine bei. Ne, bei 11 Ki, sorry. Ne, bei 10, 11 und 12. Okay, Oseru. Bei 10 Ki macht er seine Kamehameha, die macht immens Damage, erhöht den Angriff und die Verteidigung. Selbes macht er mit 12 Ki, natürlich ist der Multiplier höher, also macht er mehr Schaden. Und mit 11 Ki macht er AOE Damage. Das Geile an diesem Cell ist, er hat auf jeder Ulti den Buff Raises Attack und Death und das kann man stacken. Jedes Mal, wenn er ultet, jedes Mal erhöht sein Angriff und seine Verteidigung. Das finde ich geil an dem Cell. Gut, okay, Tech Goku haben wir schon ein bisschen eigentlich gebraucht, ja, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr das mit den neuesten Teams macht, 120% Team oder Neo Guard Team, da rennt die das Ding weg. Aber jetzt ist es interessant, jetzt haben wir einen Typenvorteil. Genau, die Rotation will ich auf jeden Fall behalten, gerade gut mit Gogeta, die tanzen die besten Linkskills. Die anderen sind mehr oder weniger Villain, die sollen da unter sich bleiben, würde ich mal sagen. Und dann betrachten wir das Ganze, wie das aussieht. Wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, drückt auf den Abo-Button, aktiviert die Abo-Glocke, falls ihr nichts verpassen wollt. Wir sind wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und da bedanke ich mich natürlich bei jedem von euch. Wir haben letztens erst die 7000 geknackt, auf YouTube, auf Twitter ebenso mit den Followern. Und ich bin ready to go, ready to go. Immer schön weiter, Jungs und Girls. immer vergesse ich das. Ja, ich sag immer Jungs, 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 Jungs. Aber damit meine ich natürlich Leute. Hallo Leute. Bide. Naja, Solar kam ja mehr, richtig. Nice. Ja, ihr seht schon, es geht schon viel, viel besser, weil wir eben ganz klar einen Typenvorteil haben. Ich lasse mal C17 mit ihm, weil er quasi Orb changed. Dieser Bro, der hat halt nicht prepared for battle, der hat nur Saint Lineage, was ihm ein Key gibt. Nee, legit von links geht's. Key plus 1. Das bringt mir gar nichts. Deswegen machen wir das Ganze so. Aber unser Extreme Z Awaken Boy. Ja, auf den bin ich echt gespannt. Was heißt gespannt? Es ist so, wisst ihr, für den, um es einfach kurz und knapp zu sagen, dieser Broly, Extreme Z-Awakened Broly, ist für jeden, der LR Broly nicht habt. Wenn ihr LR Broly habt, braucht ihr den legit nicht. Ist leider die Wahrheit, aber ist so, was soll man machen? Genau, so gut, dann schauen wir mal hier weiter, zack, zack, zack. Ihr seht schon, ja. Wir brauchen auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, ob wir LR Broly haben, aber wir haben, ihr seht, 220.000 HP. Wahrscheinlich werde ich die neuesten, die Dokkan-Spieler, die neu mit Dokkan angefangen haben. Wir haben das gar nicht, die wissen das gar nicht, dass man auch so wenig, das ist jetzt nicht wenig, aber geringere HP hat als in der jetzigen Meta. In der jetzigen Meta, wenn ihr einen Kategorie-Leader habt oder 120%-Leader, ihr seid good to go. Ihr schafft fast jedes Event, das kommen wird. Also legit. Und damals war es eben ein bisschen anders. Da war es halt so, immer wenn ein Dokkan-Event rauskam, musste man sich irgendwas Neues einfallen, um dieses Dokkan-Event zu besiegen. Und das fand ich geil. Mehr oder weniger. Nicht ganz, aber ja. Mir war das geil. Paradebeispiel war Legendary Super Saiyan Broly. Als der rauskam, keiner konnte den besiegen, weil wir hatten da nicht mal Guard Leader. Also diese Leader, die Ki plus 3 geben, 70%, wenn mich alles täuscht. Wir haben da auf Super Gogeta zurückgegriffen, beziehungsweise auf die Taktik des Nukens. Ja, Tech Goku Blue als Leader genommen, wenn mich alles täuscht. Und dann mit Cell genukt oder andersrum. Ja, nee, mit Cell genugt, mit dem Tech Cell. Das waren Zeiten. Anyways, Old But Gold ist eben das Thema. Und ja, ihr seht, man schafft es auch so. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt ich habe versucht, so die Charaktere von damals anzupassen. Beziehungsweise Charaktere zu nehmen, die ein bisschen älter sind. Das sieht so aus. Wir haben natürlich L.L. Broly genommen als Friend. Aber so waren die damaligen Teams zum Beispiel. Ja, wenn ihr das jetzt vergleicht mit irgendeinem anderen Team. Es funktioniert, aber die neuesten Teams in der Meta, die haben halt
weitaus besseren Boost und höheren Angriff und whatever wegen den Leader Skills. Aber ich hoffe, sie tun da eben an den Events was und machen die Events mal ein bisschen schwerer. Vor allem, weil, ja, jetzt sagt nicht, nee, was sollen denn die Free-to-Play-Spiele machen und so, bla bla bla. Nein, Leute, es ist in einem Videospiel immer so, wenn irgendwas Neues kommt, dann muss es schwerer sein als das, was schon draußen ist. Sonst macht ein Videospiel keinen Sinn. Sonst will man das nicht spielen, sonst hat man keinen Reiz da zu spielen und das zu besiegen wollen. Wenn ich durch jedes Event easy durchrenne, dann denke ich mir, okay, ja, war schön. Wisst ihr, was ich meine? Naja, anyways, Old But Gold wieder zum Goku Physisch Black, wenn euch das Format quasi gefällt. Das kommt immer ein bisschen selten, sage ich mal. Das ist so mehr ein Filler-Video, sage ich mal, wenn da nichts viel los ist. Aber wenn euch das gefällt, lasst mich mit dem Feedback, drückt auf den Like-Button, dann weißt du, okay, die Jungs und Girls wollen das sehen, wollen da mehr sehen. Dann versuche ich das auf jeden Fall ein bisschen öfter rauszubringen. Bis dato hoffe ich, alles hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.